Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. Na, eventuell durften die nicht so viele elektronische Sachen benutzen, weil es gefährlich war, dass die Bots anlocken, um hier Project Zero Dawn zu machen. Es geht mal auf. Es tut mir so leid. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm is getting better at predicting us. Und scheinbar konnten die auch lernen, ne? KI halt. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only this isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had in the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is you. Zero Dawn to turn this around? Whatever the hell that is. Hoffnung hatten denn die also offensichtlich nicht. Ja, sie haben sich dann vielleicht gesagt, das Einzige, anstatt aufzugeben, werde ich noch für die kämpfen, die, ja, die denen lieb sind, ne? So, nur ein bisschen länger. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, I don't know. 20 drops. Und die hatten gut was zu tun. Out at the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. The furnishings but were somehow metal. It's all coming together. How'd between us and Sixth MRB, we took down a horse at Lithium world? Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, then everything will be the way it used to be. Ja, ja, jetzt haben wir es mitgekriegt. Also Project Zero Dawn war deren letzte Hoffnung. Und hat Aloy noch, wenn ihr es kurz gehört habt, kommentiert, wie haben sich das eigentlich gemütlich gemacht, wenn hier alles aus Metall war. Also. Die Betten aus Metall, das ist schon nicht so angenehm, nehme ich an. Kann ich auch nicht benutzen, aber es sieht aus, als ob ich hier runterklettern könnte. Ist da unten was Interessantes eventuell gibt? Oh! Wusste nicht, dass es jetzt direkt so weit runter geht. Vielleicht gab es da oben noch was. Ich depp. Vielleicht hätte ich da... Wahrscheinlich komme ich jetzt gar nicht mehr so weit hoch, ne? Verdammt. Oder? Gibt es da noch einen vorherigen Speicherstand, den ich da... Ja, da oben gab es halt noch... Ja... Ich habe halt keine Lust, dass es da oben eventuell noch einen Eingang gab. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, da weiter hochzuklettern. Ja, wollo! Hier, so, komm. Zu nur nochmal von Anfang an, nicht wahr? Ja, ja. Warte mal, wo bin ich denn da runtergesprungen eigentlich? Ich bin eigentlich zu... Da oben geht's weiter. Ist aber, glaube ich, auch nicht so. Ja, komm, hier hoch. Ja, sehr schön. Ja, ganz genau hier lang noch. Seht ihr? Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Just one bed. Maybe their war chief's room. War chief's, ganz genau. Seht ihr mal, da hätte ich, wäre ich hier nicht hochgeklettert, hätten wir das verpasst. Corporal Zerai. Oh, müssen wir durchlesen. Gestern sprachen wir über den D-Day, 55. Ich war noch ein Kind, frisch aus dem Ausbildungscamp. Die Versammlung in einem Drohnenhangar. Es war Sommer und die Hitze mörderisch. Sie sagten, die menschlichen US-Kampftruppen würden aufgelöst. Alles wird automatisiert. Wir sind nicht mehr modern genug. 1 Million Arbeitslose. Bei einer Jahrhundertrezession. Manche haben die Roboter gebaut, die ihren Job kriegten. Und wer mit einem Exoskelett umgehen konnte, hat eventuell Chancen auf einen Arbeitsplatz. Vielleicht in der OWZ oder in China. Schön weit weg. Geringes Selbstmordrisiko stand auf der Entlassung. Ha, ja. Wenn sie alles automatisieren, dann braucht man den Menschen irgendwann nicht mehr.
Tja. Deswegen Stream zur Unterhaltung. Ha! Als ob. Was haben wir hier denn? Das war A. Eigentlich schien 64 ein ziemlich gutes Jahr zu werden. Ich weiß nicht, die meinen wahrscheinlich 2564 oder sowas, was auch immer es war. Kein Trinken mehr und kein Söldnerjobs. Die Arbeit in den Offshore-Windparks, nur ich und ein Plasmaschneider, 100 Meter über dem Meer und dann die Rückkehrberufung. Ich las sie auf die Ruine, es roch nach Ozon. Sie boten einfach alles. Bessere Bezahlung, Amnestie für irgendwelche Kriegstaten, wow, ernsthaft Staatsbürgerschaft. Man hätte fragen sollen, wo ist der Haken? Aber wir dachten nur, hey, wir sind also doch besser als die Roboter. Und Harris. Ah, Harris rede über Stolz und Pflicht. Kluger Kopf. Er hatte recht. Ich war stolz, US-Soldatin zu sein. Und ich wollte wieder eine werden. Und das kam dabei heraus. Muss es doch ein bisschen mehr dazu geben, oder nicht? Scheint ihre Dusche gewesen zu sein. Tatsächlich, wie Aloy gesagt hat, ne? Die Kriegsherrin. Ist das aber nicht der Plan, alles automatisieren, dass man nur noch Freizeit hat? Ich meine, K.A., wo der Strom herkommen soll, aber naja, ha! Und was wir dann vor allem machen, das ist der Plan, ne? Und dann werden wir am Ende Sklaven der Maschinen, Shinlo. Okay, hier gibt's dann oben doch nicht so viel zu sehen. Hat sich vielleicht doch nicht gelohnt, hier runter zu springen. Hoch zu klettern. Also doch wieder runter. So. Sind wir wieder an einer verschlossenen Tür angelangt? These wires must run to the power source. Richtig. Red light. Guess that means no power. Folgen wir dem mal den Platinkabel. Oder Platinkabel, ne? Ist wirklich Platin so ein guter so ein guter Stromleiter, dass sie in der Zukunft Platin genommen haben. Oh. Okay. Gibt so ein paar Rätsel. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke. Da hinten scheint eins zu sein und ja, unten. Wisst ihr was? Ich werde mal unten anfangen. Hier geht's auch hoch, ne? Das heißt, an dieser Stelle werde ich den Strom wahrscheinlich wieder aktivieren müssen. Dann wir erstmal runter. Sicher nur, wer soll das Platin bezahlen? Das ist so ein bisschen die Apple-Logik, ne? Nur weil es so ein bisschen teuer ist, benutzen die's. So, und wenn wir ganz runterfallen. Ah! Wow. Ist das ein riesen Mac da unten? Ich weiß nicht, ob wir da wiederkommen. A holographic interface. Must be some kind of useful information. Ah, da haben wir es wieder von Pharaoh. Also, 12, 12, 6, 6. 12, 12. Dann müssen wir die doch eigentlich nur umdrehen. Nach unten. Nein! Da ist der wieder. Ist die. Nach rechts gesprungen. So, hier noch. Da haben wir gleich hier den. Three power lines. Resources. That makes one. So sieht's aus. Glaubt ihr, ich schaff den Sprung? Ich glaube, den muss ich gar nicht schaffen. Ich kann ja auf der anderen Seite rüber. Aber ich weiß nicht, ob es da unten was gibt. Es ist so ein bisschen. Die Tiefe starrt in mich hinein. Ne, ich starre in die Tiefe und die Tiefe starrt zurück. Da gibt's bestimmt nichts, oder? Ich versuche gerade, dass ihr mich davon abhält, da runter zu springen, um zu gucken, ob ich da was finden könnte. Da gibt's aber noch einen Tagebucheintrag, scheinbar. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. The bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Ist das dann am Ende das Rätsel, weil das hier nicht funktioniert? Ne, da haben wir es doch ebenfalls noch nicht. Nee, verdammt, da haben wir es wirklich nicht. Das heißt, was hat er gesagt? Norden. Verdammt, jetzt nochmal. Was hat er gesagt? War das Norden, Osten oder sie? Und wo fangen wir an? Von links nach rechts? Guck einfach mal. Das wäre jetzt Nord, Ost, West und der letzte war Süden, oder? Nee, oder gar nicht. Das sollte ja so. Okay, dann muss ich mir das jetzt anhören. Datenpunkte. Wo war denn jetzt der letzte? Norden, Osten, Westen, Süden. NOWS.
Norden, Osten, Westen, Süden. Hä, von welcher Richtung denn dann eventuell? Ich nehme mal an, das hier soll dann Norden eventuell sein. Das hier, den mache ich dann auf, weil das wäre jetzt die richtige Reihenfolge gewesen. Bin ich mir gespannt, wahrscheinlich ist es doch andersrum, oder? Also wenn man von links anfängt, wäre das jetzt Norden, Osten, Westen. Jawohl! Da hat es dann geklappt, in der Richtung. So. Du hast ja Frühling, Sommer, Herbst, Winter, oder? Ha! Guck mal, wenn das in Holland wäre, dann wäre das einfach nur, dann wäre das einfach nur, Herbst, 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 Sommer für zwei Tage, Herbst. So, alles klar. Dann können wir hier wieder hochklettern. Wieso kann ich eigentlich hier klettern? Wieso ist das Teil orange? Kann ich das eventuell runterschießen? Komme ich da oben runter? Ach, ich werde einfach hochklettern. Hey! Wisst ihr, was ich meine? Diesen... Ich weiß nicht, ob ich mich daran eventuell abseilen kann. Und... Ja! So. Ziehen wir mal dran. So, 12, 6, 9, 3. 12, 6, 9, 3. Dann machen wir den hier nach links und den hier nach rechts, dann sollte das doch klappen. Okay, that did it. Sounds like that did it. Scheint so. Scheint aber auch irgendwas so. Kann ich mich an dem Teil runter. Kann ich an dem Teil runterspringen? Wahrscheinlich kann ich an dem Teil runterspringen. Und dann wieder. Ah, weil ich hier wahrscheinlich gar nicht zurückkomme, wenn ich da drauf springen würde. Das wäre das wahrscheinlich. Deswegen soll ich da nochmal runter. Probieren wir es mal. Ja, richtig. Kann ihr mit aber auch nicht interagieren. Dann müssen wir hier wieder hochklettern. Hätten wir wahrscheinlich besser oben angefangen. Aber ist auch Jacke wie Hose. Ein paar Sekunden Unterschied. Haben wir eventuell noch was anderes frei geöffnet? Dadurch, dass wir jetzt den Strom aktiviert haben? Nein. Das heißt, dann machen wir jetzt hier einfach auf. Bin mal gespannt, was uns innen erwartet. War wahrscheinlich ein paar Jahrhunderte nicht mehr offen, oder? Ach, eine Energiezelle! Ich brauche nur eine mehr, um zu dieser alten Armor, die ich gefunden habe. Yay! Die war jetzt aber wirklich genau auf dem Weg, nicht so versteckt wie die andere. Das heißt, die Eclipse sind doch drin oder sind die über den anderen Weg reingegangen? Sie sind all right. They're not looking for answers. Just weapons. Ich wünschte. Okay, da oben ist eine Eclipse, da muss ich aufpassen. Ah nee, ich kann die ja gar nicht überschreiben, ne? Die sind ja. Okay, ich benutze mal einen starken Pfeil gegen den Typen, der da oben ist. Oh, nee. Genau in dem Moment. Ich habe vor allem zwei Pfeile geladen gerade. Genau in dem Moment dreht er sich zu mir, von mir ab. Oh, da steht ein dritter sogar. Versuchen wir erstmal den da. Nice. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch nicht mitkriegen. Ganz genau, eine fehlt noch von den Energiezellen. Können wir die fette Rüstung holen. Bin mal gespannt, was da, ob die überhaupt gut ist. Ja, der eine, der hat mich fast gesehen. Kann ich, ja, hier komme ich durch, oder? Könnte ich mich hier irgendwo eigentlich verstecken? Oh, hier könnte ich ja eventuell... Ne, hier kann ich nicht schleichen. So tief kann ich mich leider nicht durchquetschen. Schade, dass man die nicht überschreiben kann.
gucken, ob das Feuer... Ja, das Feuer sollte locker ausreichen, um den zu zerstören. Das Feuer reicht doch nicht aus. Oh, verdammt. Oh, Alter, Hauptsache der eine hat ein Maschinengewehr. Where did you go? Mal gucken, ob die Explosionen die umhauen. Ah, eins. Ha! Oh, da kommt einer hoch. Nee, es war... More! Don't let up now! Ich hatte gewundert, warum litt die eigentlich keine zwei Pfeile nach? Kann das sein, weil ich nicht zwei Pfeile für das Teil drin habe? Was? Wünschte, ich könnte einfach runterspringen. Das Gewehr sammeln. Nein! Soll das Gewehr aufsammeln! Schon. Ach, verdammt nochmal, das wird einfach nichts. Ich versau mir hier einfach gerade mein HP-Vorhall, Hausrat. Ja. Versuche das immer so auf tolle Arten zu lösen, aber anstatt da einfach mit dem das Gewehr aufzusammeln. Das hat aber noch nicht gereicht, um die in Brand zu stecken. Deswegen sollte ich immer versuchen, bei Menschen den Doppelschuss zu machen. Damit sie gleich in Brand stehen. Naja, jetzt sind sie alle down hier. Was für eine Spule kann ich denn da nicht mitnehmen? Doch, die könnte ich alle mitnehmen. Und dann durchsuchen wir das hier wenigstens, wo wir es platt gemacht haben. Dann gibt es ein bisschen was für den Medizinbeutel. Vorratskiste. Aber ansonsten findet man hier nichts. Und wenn man hier auf einmal keine Metallspitzen mehr hat, dann ist der Kampf schnell zu Ende. Wieso? Ich werde verrückt. Jetzt ist das Gewehr da durch die Textur durchgegangen. Deswegen konnte ich das eben nicht aufsammeln, als ich das versucht habe. Sehr ärgerlich. Gucken wir mal oben, ob es da irgendwas noch einzusammeln gibt, oder wenn es nicht einzusammeln, vielleicht dann Informationen oder so. Scheint gerade nicht so. Die Wüstengläser muss ich gar nicht mehr einsammeln. Hier sind wir aber näher dran. An diesem Bunker. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, von diesem Medizinzeugs. Nehmen wir es mal mit. Gibt es bestimmt noch härtere Gegner als diese Schergen. Okay. So, weiter rein. Wahrscheinlich soll ich mich da abseilen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich da... Soll ich da springen? Soll ich auf die andere Seite hüpfen? Ah, ich muss da oben hin. Wie soll das denn klappen? Kann ich so weit springen? Das klappt doch niemals. Ich probiere das mal. Jawohl, oh lol, das klappt wirklich. Wir dann von hier aus auf die Seite springen. Ah, vielleicht unten auf diesem Felsen. Oh. Wupp, wupp, wupp. Ah. So, hier auf die andere Seite rüber. Ja. Jo, willkommen zurück, Hinzi. Hast du gemacht, hier ein bisschen was zu essen gezaubert. Da musst du da ein paar Pflichtsachen im Haus machen. Frühjahrsputzmäßig, hast du ja gesagt. Da hinten geht's weiter, aber hier haben wir noch ein paar Soundfiles. Wow, einige. Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is.
We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep an eye on Gulliver. Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever going to be the same, but I believe in you. Mhm. I believe in us. Das muss die Stelle gewesen sein, wo die eventuell mit denen geskyped haben. Ames, I don't even know if you're alive anymore. Oh, shit. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. Kann das sein, dass er vielleicht wirklich nicht mehr gelebt hat und dass, ich weiß nicht, ob das Militär oder die Maschinen, die schon längst platt gemacht hat und die einfach so vorgegaukelt haben, dass die noch leben, neben die so alte Nachrichten zusammengeschnibbelt haben? Status Report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morell. Unit Morell continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague. Especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Yeah. Es schien so wirklich, als ob das die Moral platt gemacht hat, was die Maschinen mit den Menschen machen. Aber klar, haben wir ja noch nicht gehört, ne? Biomasse braucht nie zur Energie. Wäre so typische Art von den Leuten, meinst du, Shinu? I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put in for work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. Tatsächlich, ihr hört man's. Glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Nee, das hört sich wirklich nach einer zusammengeschnipselten Nachricht an. Von dem, das waren ja vorherige Nachrichten. Bearbeitet und freigegeben eins. Thanks for the mails, you. You. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls. Fighting with these civilian enlistees. Scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. Ja, hundertprozentig, das wurde bearbeitet. Die haben die Zivilisten und ihre Familien getäuscht. Musst du die Konsole? Holo-Projekte aktivieren. Ich weiß nicht, ob ich das direkt machen soll. Ja, komm, machen wir es mal, wenn wir hier als erstes reinkommen. Wird schon gut gehen. What is this? Vielleicht ist das eine Erklärung zu Project Zero Dawn. It's a map. A map of what? Our world, the planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? Yeah. During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. Klug ist sie auf jeden Fall, Aloy. Before, our robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow. Elizabeth stopped them before it was too late. Oder? But how? Also das Rote war wohl die Ausbreitung von den Robotern. Das ging aber schnell, ne? Ja, na, ich meine, es ist ein Lappen. War das Gebiet, wo wir reingekommen sind? Ich meine, da liegen ja Tote. Ja, genau, das war das Gebiet, wo wir reinkommen. Falls wir die Gelegenheit haben, töte ihn. Einsatzberichte. Muss man lesen.
Operation Kickback. Reno, Nevada, die Zivilistengarde und Panzerbataillone lieferten sich Gefechte mit Garde-Einheiten des PN-Schwarms im Panzerzivischen. Ne? Verluste über 40%. Shinoda Valley. Unterstützt von Zivilgarde lieferten sich Nachhutgefechte mit den Ostküstenschwarmen. Überleben der 12. wurde Akron Cleveland Verteidigungslinie gebracht. Body Blow. Das waren den Horus-Klasse-Titan, der den Ostküste-Schwarm versorgte. Einsatzende durch Vernichtung des Titan um 22 Uhr. Zu beachten ist, dass dies die dritte Titan-Vernichtung der 9. MW mit nominalsten Verlusten ist. Also ja, die haben auf jeden Fall ein paar Titanen zerstört, ne? Das ist nicht immer alles der Entscheidung. Berichtsschade. Widersetzte sich Rückberufung Befehlen bei Operation Pinch Hit. Neue Ausrüstung in USRC-Anlagen. Überführt an von Kalmar nach. Ja, da steht dann nicht, an wen sie überführt worden sind, dieses Bataillon. Vielleicht an Operation Project Zero Dawn. I'd have to leave something else behind. Viel mehr kann ich hier gar nicht mehr mitnehmen. Okay. Langer Gang. Mit zwei Heilungspflanzen davor. Eine Vorratskiste. Mit Rohstoffen, womit ich prinzipiell Pfeile und sowas machen kann. Das kann ja eigentlich nur eins heißen. Ich mach mal so ein paar von den Fesseln noch. Ja, bin mal gespannt. So, ich nehme an, hier gibt's einen Kampf. Oh, eine Cutscene vor allem. Zum Glück, das Teil ist ja down. Das heißt, das muss der Titan gewesen sein, wo wir in dieser Eingangshalle von gehört haben, die gesagt haben, dass er angreift und dass der durchgebrochen ist. The Eclipse. Tampering with a metal devil. Fuck. Den dürfen die nicht auf wieder erwecken. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Yo! Ah nein, scheinbar wollen die da nur was rauslösen. Das ist ja wie ein Truppentransporter vielleicht. Oh, schon wieder so ein großer. Sun and Shadow. Another Kopish. And this one can move. Oh. Okay, sollen wir erstmal vielleicht gucken, was der vorhat. Andererseits, der wird wohl nicht mit uns sprechen wollen, der... Ich sehe da eigentlich keinen Grund zu warten, was das Teil, vorhat. Deswegen werde ich mal einfach Folgendes sagen, wir greifen ihn direkt mal an. Wir werden nicht versuchen, mit ihm zu diskutieren. Und go! Ball! Schon. Also den Granatwerfer, wenn wir den... Oh, scheiße. Den sollten wir wirklich... Wer baut denn da bitte wer baut das denn bitte? Das ist doch absolut... gefährlich für die Mitarbeiter hier. Naja. Priest sagt noch zum Thema Silence töten. Nö, aber es wäre nicht klug, einen Mann zu töten, der ein wenig über altes Wissen verfügt, was der jetzt in Situationen bringen könnte. Ja, ja, da starten wir vor allem von ganz hinten. Also, Wahnsinn hier. Rumpel, rumpel, rumpel. No space. Naja, wir konnten ja selber erschließen, dass die Erde rund ist. Insofern... Ernsthaft, dass der hier nicht speichert, nachdem ich die Tür aufgemacht habe. Müssen wir es nochmal. Wie kann ich es überspringen hier? Another Kopish. And this one can move. Sagt ihr, wir schießen zuerst auf dieses Geschütz, oder? Das scheint uns am gefährlichsten zu sein. Warte, wir haben gar nicht drei geladen, oder? Doch, haben wir. Komm schon, volle Kanne mit okay, den.
Jawohl, kann er mit den drei Pfeilen rauf. Der kann das Geländer zerlegen. Da ist das Problem. Jawohl, wir haben das Geschütz zerstört. Ja. Ich wollte mich gerade abseilen. Zalans denkt einfach, dass alle dumm sind und dass sie scheinbar nicht. Die Erde war auch nur eine Scheibe, weil es die Lappen von der Kirche so praktiziert haben. Keine Ahnung hatten. Die anderen Idioten waren nur abergläubisch und haben ja gesagt, weil es sonst... Naja, das... So viele haben es aber, glaube ich, auch nicht geglaubt, dass die Erde damals rund war. Das wird, glaube ich, als sagen wir mittlerweile Mythos bezeichnet, dass das so verbreitet war oder so lange verbreitet war. Ab einem gewissen Grad hat sich selbst die Kirche nicht mehr dagegen gestellt, weil es, glaube ich, da mit der Predigt gepasst hat, dass es ja dem heiligen Apfel sozusagen entspricht. So, ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Ich glaube, es wird lohnen sich auf jeden Fall zwei Salven auf den zu entladen. So, dann rennen wir mal. Oh! Oh, 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 oh! Am besten jetzt direkt runter, oder? Oh, jetzt gibt's aber richtig Ärger. Okay, der hat uns jetzt... Scheiße. Wow. Renn! Während ich überlege, wie ich den platt kriege. Und was ich hier... Hier, den da! Den Trank nehmen. Push harder! The Shadow demands sacrifice! Den sollte ich doch gleich platt kriegen, den Typen. Oh Mann, der macht aber auch die Steine kaputt. Ah, springen! Oh Gott. Komm schon, Aloy, halt noch ein bisschen aus. Ich weiß nicht, wie viel auf das Geschütz. Jawoll! Dadurch, dass die so sau langsam sind. Kam da einer von links? Take her down. Jawohl, so läuft das. So the soldiers long ago, they had to fight hundreds of those all at once. Ja. Kannst du mal sehen, was die drauf hatten oder was für Opfer die erbringen mussten. Sagte Alex sagt auch, Metal Gear, ne? Erinnere mich auch an diesen einen, erinnere mich ziemlich auch an die Gegner da. Der Damage im Verhältnis zu dem Wildschwein, jetzt endkrasse Megamaschine, die einen Schaden vernichten kann, 5 gut geschützte Pfeile. Ja, bei dem Orten war schon ein paar mehr mittlerweile. Kann das sein, dass die ein bisschen stärker werden langsam? Die Gegner feuern mich an, meinst du? Ich sah auch eine Menge Vorratskisten jetzt. Komm, craften wir nochmal ein bisschen was. Holz kann man nur sammeln, ja. Ganz genau, wie Hinzi das sagt. Am Ende sind hier die Wildschweine die Gegner. Es ist richtig Gothic-Style. Aber ich glaube, das waren auch größtenteils Belagerungsmaschinen, Shenlu, und weniger als die schnellen Angreifmaschinen, weil die Vernichter zum Beispiel, die sind schon, die sind da im Vergleich schon ein bisschen härter, finde ich.
Weiß nicht, ob wir hier noch groß... Ich weiß nicht, ob wir hier noch groß was finden werden. Eventuell, wenn wir da oben hochlaufen, könnte es ja gut sein. Good haul. Was haben wir denn da? Fernangriffsschutz haben wir eine Modifikation bekommen. Schaden, Pfeile. 41%. Vielleicht haben wir hier ein paar Pfeile, die wir kaputt machen können. Hier komm, ich glaube, die Handhabung, die mache ich kaputt. Da will ich mal gucken, was ich in meinem momentanen Bogen eigentlich drin habe. Vielleicht in den Scharfschussbogen. Da habe ich Schaden, Verderbnis, Schaden, Abriss und Schaden. Oh, 37 Schaden, dann sollte ich, warte mal. Wie könnte sie uns das leeren? 41 Schaden, das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr. Ja, sehr schön. Hm, 7 plus 7% Abriss. Gucken wir mal, ob wir einen anderen haben. 37% Abriss. Abriss ist auf jeden Fall cool. Mit dem puren Schaden würde ich dann... Dem puren Schaden nach würde ich... Ich glaube, ich mache den blauen drin. Der ist schon ziemlich cool. Sag mal, der Speer macht auch wenig. Damit habe ich das Gefühl. Kann man da auch was auf... Ich habe ja gar keinen Aufrüstslot in dem Speer. Das ist ja das Problem. Weißt du, was ich meine? Hier. Waffen modifizieren. Ich kann den Speer hier gerade gar nicht auswählen. Das ist ja die Sache. So, den Schattenjägerbogen. Was haben wir momentan drin? 39 Feuer, Handhabung, Schaden und Schock. Ja, komm, machen wir den mal leer und gucken, was wir sonst hier drin machen. Vielleicht noch ein Feuer? Hier, 40% Feuer. Es ist jetzt mein 100% Feuerbogen eigentlich. Er macht ja auch Sinn. Ich habe ja gar keine Schockpfeiler drin, glaube ich. Insofern ist das ja nicht nötig. Ansonsten hatten wir noch eine Kaja-Schleuder. Damit könnte ich Eis zum Beispiel schleudern. Ich habe die ja noch nie verwendet, ne? Die Kaja-Schleuder mit Eis. Das hier ist eine Sprengschleuder. Machen wir mal eine... In die Sprengschleudern einfach einen Schaden rein. Und eventuell... Ja, den Schock, den mache ich besser hier rein, ne? Wobei hier Eis und Schaden. Und habe ich noch einen. 30% Eis. Ich glaube, der Eis, das ist das Wichtigste eigentlich daran, dass man den hohen Eisanteil da reinmacht, um die einzufrieren. Das ist ja der Sinn davon. Der Seilwerfer, das ist ja ein ungewöhnlicher leider. Aber ich glaube, das reicht erstmal so. Okay, jetzt will prinzipiell von der Hauptquest, dass wir da unten lang gehen. Ich will aber mal kurz gucken, ob es für uns eine Möglichkeit ist, da oben auf diesem Gerüst hochzuklettern, dass wir uns eventuell diesen Metallteufel aus der Nähe angucken. Ah, es ist nicht die Möglichkeit. Das führt hier nicht hoch. Okay. Dann ist das ja ganz schnell geregelt. Ist aber auch kein Problem. Diese alte Technologie, die bringt nur Unheil. Bisschen schade, dass die Game dann wirklich nur auf den Bögen limitiert. Das ist ein Wiederspielen ja so langweilig. Naja, es ist halt wirklich, Aloy ist eine Fernkämpferin. Ich find's, ich weiß, man könnte es als schade sehen, aber ich glaube, so als Wiederspielwert versuchen die nicht darauf zu legen. Das ist ja ähnlich wie bei... Ich glaube, man könnte es vielleicht versuchen, mit einer anderen Taktik zu spielen, aber von der Geschichte her gibt es vielleicht nicht so viele Aspekte, wo man es nochmal neu spielen soll. Aber ich glaube, wir als, sagen wir, Gothic-Spieler gehen das auch ein bisschen anders an. Dafür fand ich, hatte man bei Gothic eine mauere Story. Okay, weiter geht das. Die müsste es doch irgendwo Aufzeichnungen zu Project Zero Dawn geben. Wahrscheinlich haben die auch versucht, den hier zu benutzen, um hier reinzukommen und das aufzusprengen? Oder hätten die es nicht einfach aufdrehen können, so wie ich? Aufzeichnung hier. Abbau der Biosphäre. Abbau der Biosphäre, vertraulich. Haupterkenntnisse. Trotz verbesserter taktischer Fähigkeiten der Elite- und Zivilistengardeeinheiten und vielen hart umkämpften Einsätzen an Schauplätzen in Mitteleuropa, der Antarktis und der
Pazirithium konnte weder der Vormarschgeschwindigkeit noch die Biomasseverbrauchsrate der Pharo-Plage verlangsamt werden. Die Schädigung der Biosphäre übertrifft in sämtlichen Bereichen bereits den Stand von 2038 und vergrößert sich täglich. Die Prognosen zur Ausrottungszeitlinie sind unverhindert. Der Atmosphärenkollaps wird für Mitte November angekündigt. Die Vernichtung der ausgesetzten menschlichen Bevölkerung für Februar. Die Ausrottung der makrobiotischen... Was? Die fortgesetzten Geheimhaltung hinsichtlich Project Zero Dawn, das Verschweigen seiner Wirkmechanismen und das Abschlusszeitpunkt macht es unmöglich, Zero Dawns Auswirkungen auf die Ausrottungszeitlinie vorherzusagen. Atmosphärekollaps. Der Sauerstoffabbau in der Atmosphäre und toxische Emissionen bleiben die größte Umweltbedrohung für Operation Enduring Victory, sowie für die Zivilbevölkerung und die Tierwelt. Der Atmosphärekollaps wird aktuell für Mitte 2065 vorhergesagt. Danach werden die Militärkräfte Atemgeräte benötigen, um in offenen Geländen agieren zu können. Die Zivilisten können nur in versiegelten Gebäuden überleben. Die Erfordernisse... Trinkwasserknappheit. Wichtige Wasseraufbereitungsquellen haben bereits jetzt Probleme. Wasser zur Reinigung durch das Regenwasser beeinträchtigt ist, die sie wiederum erheblich mit Giftstoffen kontaminiert, die durch das Schwinden der östlichen Hemisphäre freigesetzt werden. Nach den notwendigen Abschaltungen aller Nanoreinigungsfunktionen sind die Kapazitäten der Abwasseraufbereitung bereits überschritten. Militärschlag-Eskalation. Die Anhänger dieses Dokuments behandeln die Kurzzeiteffekte der verbrannte Erde-Einsätze zur Verteidigung der Westküste und die Langzeiteffekte des Einsetzens von Nuklearwaffen durch die ozeanische Wirtschaftszone, um den ersten feindlichen Vormarsch in die Pazifik... Das hat mich schädigt. Mein Gott. Es bietet sich halt in Dolchern, wenn man schon so sneaky irgendwo herumlaufen kann. Du hast recht, man sollte es vielleicht nicht in die üblichen Schienen drängen. Ja, man kann ja direkt, man kann ja einen Sprungangriff machen, nicht wahr? Ich gehe Borderlands spielen, komme später nochmal wieder. Jo, bis dann, Hinzi, mach's gut. Ich glaube, es scheint aber so, als ob das Militär vielleicht Nuklearwaffen eingesetzt hat, wenn ich das richtig sehe, um, ja, Biomasse im vornherein zu zerstören, um den Vormarsch der Maschinen zu verlangsamen jedenfalls, ne? Nett, dass du mir etwas von deinem Erz überlässt. Danke für den Bit, Alex. Für den lieben Sonntag, nicht wahr? Klasse von dir. Hier haben wir jetzt nichts mehr zu lesen. Also prinzipiell nur diese Information. Dann geht das weiter. Bis zur nächsten. Na, hier gibt es wieder eine Präsentation scheinbar. Da meldet sich bestimmt der Silas wieder. Bin mal gespannt. Vielleicht ist das jetzt Project Zero Dawn. Oh, da ist sie. Elizabeth Sobeck. Thank you, Dr. Sobeck. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobeck has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this, we'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobeck and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobeck. I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started?
I've already mailed you a list of Alpha and Beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Huh! Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Kann es jetzt etwas sein? Für den Moment habe ich gedacht, Leute, dass Project Zero Dawn, so wie wir darüber gesprochen haben, dass die Maschinen ja Biomasse benutzen, um sich zu replizieren, dachte ich für den Moment, dass die versucht haben, Leute auszurotten. Und dass dann der Plan gewesen wäre, den Leuten ja Waffen in die Hand zu geben und so sozusagen so zu tun, als wenn die kämpfen. Aber gut, ich meine, was, die Maschinen, die knallen dann die Menschen ab, selbst wenn es dann Zivilisten sind oder eine Miliz, und dann können die sich ja immer noch die Biomasse, ja, die Leichen verwerten, oder nicht? Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll. Ist, thank you very much. Well done. Ist das Soup? Chicken Soup. Nice, thank you. Was just getting cold. Ein bisschen Snack. Aber jetzt, so wie das scheint, dachte ich so, Project Zero Dawn ist dann einfach der Plan, die Leute... ja, eben, deswegen, keine Biomasse, kein Leben für keine Maschinen genauso, das dachte ich auch. Aber die können die dann immer noch verwerten, wenn die die umbringen, oder nicht? Ich weiß, es ist ein bisschen morbide, das vorzustellen, aber... Da haben wir eine Menge, was wir nicht mitnehmen konnten. Können hier gerade. Dann machen wir mal so ein Metallgefäß, indem wir hier so ein paar von diesen Fallen machen. Die Zersprengpfeile, so. Da können wir wenigstens noch ein paar von denen mitnehmen. Aber andererseits scheint denen ja, die haben der Dr. Sobek jedenfalls eine Raketenbasis gegeben. Um denen, ja, wo sie irgendwelche Leute zusammenfragen soll, ihr Superteam. Ja, und dann soll sie ihr Project Zero Dawn da probieren. Dr. Sobek. As projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to pull everything together, but Zero Dawn is functionally complete. Good to go. That enduring victory served its purpose after all. Yes, if we'd had even one day less. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving it. I'll see what I can do. What is it? A brief statement. An allocution of crimes, I guess you'd call it. To what are you admitting guilt? Over the past 16 months, Doctor, I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of history. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Wer ist denn Sorabella? Add them all together. They don't even come close. You didn't do the killing, General. No, not directly. But I didn't wind up the highest ranked military commander in the United States by resisting the automation of the armed forces. Even before the swarm, Doctor, I was helping death along. So, instead of letting what I've done sink into the murk, forgotten, I set a file with all the details. Let posterity judge my actions with clear vision. I'll do as you ask, General. But you should consider that... Were it not for your actions... Our actions... There wouldn't be any posterity to judge us. Perhaps. Dr. Sobek. At ease, General. And goodbye. Hell of a thing. At ease, General? Das heißt, hat vor ihr salutierten, General? Und Zivilisten? Also, es schien gerade so von der Aufnahme, als wäre Project Zero Dawn erfolgreich gewesen oder startklar gewesen. Und dieses Mission Enduring Victory, wo der General gerade gesagt hat, wodurch Milliarden an Abermilliarden von Zivilisten und Soldaten über 16 Monate hin geopfert wurden. Inwiefern geopfert? Wurden die an. Haben die vielleicht die Leute benutzt, um. Von Project Zero Dawn abzulenken und irgendwelche
Stellen anzugreifen, die unnötig waren? War das Enduring Freedom? Enduring Victory? Enduring Freedom, sage ich schon hier, der A-Krieg. Die Biomasse behindert auch Tiere und Pflanzen, nicht nur Menschen. Oder vielleicht war Enduring Victory, dass die alles zerstört haben, die Biomasse halt. Das war ja eben das, was wir gelesen haben, dass die vielleicht Atomwaffen benutzt haben. Um zivile Städte zu zerstören und Pflanzen und sowas. Dann gehen wir mal raus. Wir scheinen alles gefunden haben, was wir gesucht haben. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place. Each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right. So, is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes. There is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. Ja, hoffe ich auch. Scheint nämlich hier die Maschinen noch mal schon wieder mehr Aggro zu werden, ne? Wie zu dem Ort, den Silence angegeben hat. Da sind wir direkt zwei Fertigkeitspunkte bekommen. Oh, ein Gespräch und herablassen. Ich war Silence. Es scheint so, als ob wir jetzt diese Raketenbasis von Elizabeth suchen sollen. Und die scheint genau unter, ja, genau unter der, unterhalb von, wie hieß das hier nochmal, von der Schattenkaja Hauptstadt zu sein. Und da die Schattenkaja alle einen Fokus haben und damit gleich Hades, also die KI, uns ebenfalls direkt angreifen würde und alle Schattenkaja wissen, wo wir wären, müssen wir jetzt deren Fokusnetzwerk zerstören und dann müssen wir genau wieder ans andere Ende der Welt. Wahnsinn! Ja. Da kommen wir wenigstens in dieses Gebiet, haben wir wenigstens einen Grund, in dieses unentdeckte Gebiet voranzudringen. Wo wir hier in der Nähe aber schon mal sind, werde ich kurz diese Nebenquest machen. Was sollten wir dafür machen? Ein abgelegenes Banuk-Lager ist von sanftmütigen Maschinen umgeben. Was könnte ihr ungewöhnliches Verhalten verursachen? Ah ja! Genau, das war ja die Geschichte. Dass hier angeblich irgendwelche freundliche Maschinen gibt. Wie komme ich hier jetzt runter? Now, how am I gonna get down from here? Ja, die nimmt mir tatsächlich die Worte aus dem Mund. Enduring Max. Da seilen wir uns scheinbar an dem Metal Devil ab. Hey, ja! I'd do that again, if it weren't so much work to get back up there. Ha! Kannst du wohl sagen. War eine Menge Arbeit. Also richtig wissen, was Project Zero Dawn ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen, dass Elizabeth Zobeck dafür verschiedene Kandidaten brauchte. Aber es schien so, als diese Operation, um das zu ermöglichen, oder ihr die Zeit zu gewähren, um das zu ermöglichen, die Operation Enduring Victory war, was wohl zu beinhalten schien, einige von den von den Soldaten oder extrem viele Zivilisten und Soldaten zu opfern. So, jetzt holen wir uns mal ein neues Reittier. Dann machen wir schnell diese Nebenquest. Ach, hatten wir die noch gar nicht überschrieben? So, jetzt erst diese Trophäe bekommen. Hey, wo, was der Hölle?
sind irgendwelche Nora oder so. Naja. It's killing time. Warum denn so aggro? Na, dann reiten wir hier mal schön durch den Wind, Wald. Ich wollte nur mal gucken, mit welcher Taste ich hier nochmal angreifen könnte, für den Fall, dass ich das will. Aber ich glaube, für den Rückweg werde ich mir auf jeden Fall ein Schnellreisepaketchen gönnen. Nicht ehrlich. Wieso haut er den nicht um? Jawohl, hat das dann. So, jetzt weg hier. Tut ja nicht Not, dass wir uns mit den Maschinen auseinandersetzen. Wenn wir schon wegreiten können. So, immer schön hier den in den Nordwesten. Hoch zu diesem Banuk-Lager. Ich hätte aber... Oh! Nur ein paar Grauhabichte. Hoffentlich folgen die uns nicht so lange. Ein paar sind uns da wirklich hinterher. Oh! Shit. Scheint so, als ob wir uns doch mit denen auseinandersetzen müssen. So, wo hattet ihr nochmal eure Schwachstelle? Ob Feuer deren Schwachstelle ist. Ah, ganz genau, am Bauch hatten sie so ein bisschen die Schwachstelle. Alter, der wäre mir jetzt aber auch fast durchs Feuer gelaufen. Sollte der natürlich, nachdem ich die Modifikation geändert habe, LOL! Nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Ja. Und... Boom! LOL! Was habe ich denn da getroffen? Nice! Ich glaube, jetzt braucht er eigentlich nur noch einen Frierenkill. Ha! Da habe ich ja gut getroffen. Haben wir noch ein bisschen was von dem Draht, damit wir auch die schweren Pfeile noch machen können. Ja, es scheint so, als ob wir diese Banuk gefunden haben. Den Stamm jedenfalls. Bisher haben wir ja noch nicht mit dem Banuk sonderlich interagiert. Hey! Hör mal, das ist mein Loot. That's it for you. Ich werde verrückt. Die scheinen ja tatsächlich freundliche Maschinen zu haben. Camp, that Vilgen told me about. So what happened to the other mercenaries he sent? Die scheinen tatsächlich freundlich zu sein. The machines are docile. Ja. It's like they've already been overridden. Vielleicht haben die ja herausgefunden, wie man Maschinen überschreibt und das auf ewig hinkriegt. Ah, hier ist ein Händler. Ihr wisst, was das bedeutet. Gratiskiste! Müsst ihr mal so ein Geschäft gehen? Ja, ich bin hier, um meine Gratisprobe abzuholen. Okay, die haben hier also Söldner hingeschickt und die sind nicht wiedergekommen. Weiß nicht, vielleicht haben sie gesagt, hier ist so schön, wir bleiben hier. Oder die wollten direkt versucht, die Maschinen anzugreifen. Oh, wow. Da haben sie einfach diesen Riesenmaschinen hier liegen. Mit wem können wir hier denn mal sprechen? With arrows and sharp blades. Na, da oben gibt es noch einen Speicherpunkt. Wahrscheinlich muss ich da irgendwo hin. Rede mit dem Banuk. Ja, mit welchen soll ich hier mal reden? Should head north. North, where the ice and snow calls. Soll ich hier weiter nach hochklettern? Oder außerhalb des Einflussbereichs von Hall. Oh, das könnte natürlich auch sein. Das ist die Reichweite hier nicht stimmt. This is how the Banuk must have gotten up and down the mountain.